später Impuls dient eigentlich zur Darstellung sehr kurzer Impulse. Das heißt, wir können mit dem Delta-Impuls eigentlich diese Impulse oder diesen kurzen Impuls idealisieren. Der Delta-Impuls ist an und für sich keine Funktion im üblichen Sinn. Erklärbar ist er dann eigentlich unter dem Integral. Das heißt, wir können sagen, wenn wir eben als Grenzen unendlich und minus unendlich einfügen, unsere Funktion, die müssen wir eben mit dem Delta-Impuls multiplizieren. Das heißt, wir müssen eigentlich das Produkt integrieren dann und erhalten dadurch eben die Ausblendungsvorschrift, die besagt ja eben, dass dieses Produkt, welches ich integriere, mithilfe des Delta-Impulses nichts anderes ist wie unsere F0. Also an der Stelle für t ist gleich 0 wird quasi durch das Multiplizieren mit der Delta, mit der Hilfe des Delta-Impulses unsere Funktion idealisiert, vereinfacht und alle Werte, die unter 0 sind, eben ausgeblendet. Allgemein müssten wir eben noch sagen, dass der Delta-Impuls natürlich verschiebbar ist, so wie der Sigma-Impuls natürlich auch. Und wir erhalten dann als erweiterte oder allgemeingültige Ausblendungsvorschrift eben die f von t mal eben unsere Delta t, aber jetzt eben dadurch, dass es verschiebbar ist, dieser Delta-Impuls, können wir ja sagen, dass es t minus t0 ist. Das Ganze eben integriert nach dt ist dann eben laut Ausblendungsvorschrift unser f von t0. Zeichnerisch darstellen den Delta-Impuls ist eigentlich relativ einfach. Das heißt, eigentlich ist es ja nur, wenn wir unsere Zeitachse eben hier mit unserer Y-Achse uns vorstellen, wir haben hier unsere Funktion, unsere eigentliche, dann ist der Delta-Impuls, wenn er nicht verschoben ist, genau hier auf der Y-Achse. Da wir gesagt haben, der Delta-Impuls ist verschiebbar, dann könnte er aber, wenn er eben verschoben ist, auch hier sein. Mit hier eben den Abstand t minus t0. Was bedeutet das, wenn wir eben jetzt eine Funktion mit der Ausblendungsvorschrift bewerten wollen? Das heißt, nehmen wir als Beispiel, wir haben eben die Funktion gegeben mit Cosinus von 2t. Soll das Ganze mit Hilfe der Ausblendungsvorschrift eben bewerten. Das heißt, wir müssen ja unsere Funktion eben mit dem Delta T, mit dem Delta Impuls multiplizieren und das Ganze dann integrieren und erhalten dadurch eben unser F von 0. Da wir jetzt eben keine Verschiebung hier haben, bedeutet das ja nichts anderes, dass eben unsere F von 0 eben unsere Funktion, die wir hier haben, mit dem Wert 0 eben ist, also Cosinus mal Cosinus von 2 mal 0 und 2 mal 0 ist ja 0 und der Cosinus von 0 ist natürlich 1. Somit erhalten wir als Wert mit der Ausblendungsvorschrift eben den Wert 1. Kann natürlich auch anders sein, wenn wir das Integral eben und so betrachten mit der Funktion t Quadrat, auch hier wieder mit Hilfe des Delta-Impulses das Ganze darstellen eben, dann, wenn das Ganze jetzt eben dann auch noch verschoben ist, dieser Delta-Impuls, das heißt t minus 2 mal dt, können wir natürlich laut Ausblendungsvorschrift sagen, das ist eben f von t 0 in dem Fall, erhalten dann hier aber f von 2 jetzt eben, da das Ganze ja verschoben ist, eben den Wert 2 zum Quadrat, da wir jetzt für t eben den Wert 2 einsetzen und erhalten hier eben den Wert 4.